3D-Plattformer, der super schick aussah und der gute Nikolas, der das gebaut hat, konnte nicht mal selbst eigentlich programmieren. Wer bist du und in welchem Bereich bist du tätig? Ich bin Gregor Ebert, ich bin bei HeadUp. Wir sind ein deutscher Spielepublisher, hauptsächlich Indie-Spiele und hatten einige Dinge aber auch dazwischen, wie zum Beispiel unseren Bridge Constructor. Der ist schon mittlerweile nicht mehr so Indie. Genau, und ich bin hier der PR-Manager und spreche deswegen mit der Presse und mit Influencern, ja, und versuche, unsere Spiele bekannt zu bekommen. Wie verlief dein Ausbildungsweg zum PR-Manager? Ja, nicht ganz so komplett ohne Umschweifen auf jeden Fall. Und zwar ist es so, dass ich vorher mal auf Lärm studiert habe. Ich wollte eigentlich mal Lehrer werden, habe mich aber irgendwann dann dazu entschieden, dass das vielleicht doch nicht unbedingt meine Richtung ist. Hat aber ein bisschen gedauert, muss ich zugeben. Und da ein guter Bekannter schon bei HeadUp war, oder beziehungsweise zwei sogar, der mich hin und wieder mal angesprochen hatte, hat gesagt, ja, wie sieht es eigentlich aus? So, ich sehe ja, so richtig Bock hast du teilweise ja auch nicht unbedingt auf dein Studium und willst nicht mal bei uns anfangen vielleicht. Und irgendwann habe ich den angerufen und habe gesagt, so, Marcel, jetzt ist es soweit, ich gebe auf. Es hatte verschiedene Gründe. Und dann haben wir halt uns eine Strategie überlegt, wie wir das am besten lösen. Dann war ich ein halbes Jahr erstmal als Praktikant bei HeadUp. Und habe danach eine Ausbildung zum Kaufmann für Kommunikationswissenschaften angefangen. Und ja, und dann war ich auch relativ schnell, weil mein Vorgänger direkt eine Woche, nachdem ich hier war, gekündigt hatte. Sein Nachfolger theoretisch war erstmal auch ein Auszubildender. Der war aber auch nicht ewig lange da. Und dann war ich nach wenigen Monaten plötzlich Pressesprecher, so hieß es damals noch, bei HeadUp. Und ja, bis ich dann meine Ausbildung komplett fertig hatte, nach zweieinhalb Jahren. Und seitdem bin ich halt hier PR-Manager. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht der Einzige, der versucht, die Spiele zu vermarkten, sondern wir haben zusätzlich noch einen Marketing-Manager und einen Kommunikationsmanager, der eben für die sozialen Netzwerke und auch für Dinge wie Discord, also die ganzen Community-Manager heißt der natürlich so. Genau, und für solche Dinge ist der dann zuständig. Also wir versuchen das komplett breit abzudecken. Wie sieht dein typischer Arbeitsalltag aus? Ich mache morgens erstmal meine Mails auf. Das reicht von 30 neuen Mails zu 100 neuen Mails. Manchmal sind es auch weniger, aber ich würde sagen, im Schnitt sind es schon 30, 40, die ich so am Tag kriege. Da checke ich dann erstmal durch und dann gucke ich auf meine To-Do-Liste, was liegt gerade an, beziehungsweise oft weiß ich es auch so schon. Und ja, und versuche dann halt die Dinge abzuarbeiten, irgendwelche Dinge planen, mit meinen Kollegen diskutieren, teilweise irgendwelche Meetings mit Entwicklern oder mit Agenturen, weil wir noch mehrere Agenturen an der Hand haben, die halt dann in verschiedenen Bereichen noch zusätzlich tätig sind. Ja, und meistens zum Schluss, wahrscheinlich auch gleich noch, wird es damit enden, dass ich noch ein paar Keys rausschicke an Leute, die mal angefragt haben. Welches war dein bisher liebstes Projekt? Boah, da muss ich kurz überlegen, wir hatten so viele. Also natürlich sind die erfolgreichen immer die, die am schönsten sind. Jetzt aus dem Stegreif würde ich sagen, dass Pumpkin Jack ein sehr schönes Projekt war. Das ist Ende letzten Jahres rausgekommen von einem Einzelentwickler aus Frankreich. Und das war ein 3D-Plattformer, der super schick aussah und der gute Nikolas, der das gebaut hat, konnte nicht mal selbst eigentlich programmieren. Der hat das im Grunde so sich angeeignet und das Ding dann in so einer Engine zusammengebaut in Unreal. Und das sah aber echt schön aus. Also, der hat ein Händchen komplett dafür, wie er das Ganze macht. Und so Assets hat er mir mal erzählt oder hat auch in Interviews erzählt, so ein Asset wie so ein Haus oder so, das hat er irgendwie in einer halben Stunde hingebügelt. Das würde ich niemals machen können, weil ich viel zu perfektionistisch bin und würde da stundenlang mich dran aufhalten an den kleinen Heiden. Aber das war sehr interessant zu sehen. Und das Ding war einfach ein schönes Projekt, weil die Presse sowas dann auch gerne gesehen hat. Und es ist immer schön, wenn du nicht immer anklopfen musst und sagen, hier, guck dir das Spiel an, es war super und dann kommt einfach nichts zurück oder so, sondern wenn die Presse automatisch auf dich zukommt, dann ist das natürlich immer sehr viel angenehmer. Und wenn dann halt hinterher auch ein Effekt und ein Erfolg da ist. Ein anderes sehr gutes Projekt in der Richtung war Bridge Constructor Portal.
Ich denke, das war sogar fast noch mein Liebstes. Eine Mischung aus unserem klassischen Bridge Constructor Game, wofür wir halt verschiedene Ableger haben, und dem Portal-Universum. Und da war sofort nach der ersten Pressemitteilung, haben die mir die Bude eingerannt, die Journalisten, weil halt Portal, ne? Erstmal war, oh, Portal 3, nein, es ist nur ein Bridge Constructor, aber trotzdem ein geiles Spiel. Und nachdem die das dann auch verstanden hatten, dass es ein gutes Spiel ist, weil sie es halt selbst gespielt haben, war das Ding halt super und ist auch perfekt gelaufen. Welche Aufgaben machen dir nicht so viel Spaß, sind aber notwendig für deinen Job? Lass mich kurz überlegen. Also so richtig hassen tue ich nichts, glaube ich, an meinem Job. Aber es sind halt, also was das Problem bei mir auch ist, ist einfach die Fülle an Dingen, weil wir einfach sehr, sehr viele Spiele haben. Also es wechselt natürlich auch noch. Teilweise haben wir nur irgendwie einmal im Monat und dann kommt das nächsten Monat oder so. Das ist angenehm. Aber teilweise haben wir halt auch mal 5 hintereinander in einem Monat oder so oder in 6 Wochen, wie auch immer. Und dann ist es halt nur noch ein Jonglieren mit Prioritäten. Was ist noch wichtiger als das, was ich eigentlich auch noch machen müsste und dies und das? Und wenn du dann abends rausgehst und sagst, boah, scheiße, ich habe schon wieder 3 Sachen vergessen, die ich eigentlich hätte machen müssen, dann ist das natürlich immer nicht so schön. Aber so eine richtige Hassaufgabe habe ich eigentlich nicht. Also könnte ich jetzt nicht wirklich sagen. Ich spreche gerne mit Menschen. Das tue ich halt hauptsächlich in meinem Job. Wenn auch hauptsächlich per Mail meistens. Ja, und wenn du ein cooles Spiel hast dann und das vermarkten kannst, ist immer gut. Also ja, schwierig wird es halt, wenn du wirklich irgendwas hast, was gar nicht ankommt, dann wird es irgendwann zur Hausaufgabe, weil du weißt, du schickst jetzt irgendwie 20 persönliche Mails raus und es kommt nichts zurück. Das ist ein bisschen schwierig. Sprich für meinen Job, aber man sollte schon auch sehr viel Stress und auch theoretisch Überstunden gewappnet sein. Also ja. Das ist halt nicht mal eben so. Oh. Und das Schöne ist ja auch immer, die Leute denken immer so, ah ja, die zocken eh den ganzen Tag. Das ist das, was ich am wenigsten tue, was ich eigentlich viel mehr machen müsste, wo ich aber oft nicht zu komme. Also müsste ich eigentlich am Wochenende auch noch mich hinsetzen und unsere Spiele zocken. Aber dann zocke ich halt doch lieber mit meinen Kumpels oder hänge mit meiner Freundin ab oder sonst etwas, ne? Was man halt so gerne tut. Welche Themen sind gerade besonders interessant in Bezug auf PR-Management? Ja, das ist eigentlich immer im Umschwung. Also wir sehen halt, dass wir viel mehr mittlerweile in Richtung Influencer gehen zum Beispiel und gar nicht mehr so sehr auf die Presse. Es variiert natürlich auch mal von Spiel zu Spiel. Wenn du jetzt ein Point-and-Click-Adventure hast, dann kannst du es auch nicht den Influencern geben, weil dann spielen die es durch und dann kauft es keiner mehr, weil sie es komplett gesehen haben. Ich nehme an, dass wir viel mehr in Richtung Community-driven Spiels gehen. Also zum Beispiel Tinkertown haben wir jetzt gerade rausgebracht im Dezember. Und das läuft sehr gut und das ist halt ein Spiel, was du mit ein paar Kumpels spielen kannst. Und sehr Community-getrieben, das heißt, da ist John auch total involviert, dass der halt immer auf, keine Ahnung, auf Discord und Twitter und Reddit post und im Imager und was weiß ich nicht alles. Also, es gibt ja auch wirklich alle Woche irgendwas Neues ungefähr gefühlt. Genau, und ich denke mal, dass wir viel mehr in diese Richtung gehen werden. Und ich auch immer noch weiter in Richtung Influencer gehen werde. Und ich schätze auch mehr Agenturen nutzen, weil es halt einfach, also es wird da mehr so managen wirklich, so wie mein Berufstitel das ja eigentlich auch sagt, und nicht nur ausführen, was ich leider oft viel zu viel mache, nicht so viel machen sollte, aber es muss halt getan werden. Genau, und ich glaube in Richtung, also in diese beiden Richtungen jetzt gehen, einmal halt so Community-Games mit Mehrspieler-Modi und wo man selbst was erstellen kann, etc. Und immer noch viel mehr in Richtung Influencer und nicht mehr so klassische Presse, weil die wird einfach nicht mehr so gefragt und die Leute lesen einfach nicht mehr viel und auch die haben immer noch Gelddruck im Nacken meistens und gucken nur noch, was läuft und wenn was nicht läuft, wird es einfach fallen gelassen und dann bist du bei denen durch so und dann kannst du mit dem nächsten zusammenkommen. Aber das ist halt wirklich, wird immer schwieriger. Und die Influencer sind auch sehr offen und das wächst ja auch immer. Also jetzt durch Corona sowieso wachsen Influencer-Channel einfach gerade zum Erbrechen. Das ist auch gut so. Aber wie gesagt, man kann halt auch nicht jedes Spiel da unterbringen. Es ist immer wieder schwierig und immer von Fall zu Fall muss man überlegen, wo macht was am meisten Sinn. Und dann wird halt danach entschieden, was so geht. Welchen Tipp würdest du jemandem geben, der die gleiche Laufbahn wie du machen möchte? Also generell Praktika finde ich immer sehr wichtig. Also erstmal braucht man sowieso Pflichtpraktika, wenn man später studiert oder so, muss man sowieso ganz viele Pflichtpraktika machen.
Aber auch wenn man das Interesse hat, sollte man einfach versuchen, irgendwo mal als Praktikant sich zu betätigen. Apropos, ich brauche immer Praktikanten. Wenn jemand mal Interesse hat, sich immer gerne bei mir melden. Allerdings machen wir wenig irgendwelche Schülerpraktikanten oder halt so ganz kurze Sachen wie eine Woche, weil das bringt einfach uns gar nichts, ne? Da muss man halt immer nur erklären und lässt die dann mal halt irgendwie mal was spielen oder so. Aber das ist halt nicht das, was mir wirklich einen Nutzen bringt. Wir planen dann eher von 3 bis 6 Monate lange Praktika, gerne Pflichtpraktika etc. Also da kann jeder gerne kommen. Und genau, das ist eigentlich das, wodurch man erstmal in die Branche kommt. So war es ja bei mir auch, obwohl ich da schon 37 war oder so, oder 36. Ja, um den Dreh. Ich weiß nicht mehr genau. Müsste jetzt ausrechnen. Aber generell ist Praktikum eigentlich das, um erstmal reinzukommen, um überhaupt auch erstmal zu sehen, ob es was für einen ist. Weil, wie gesagt, die meisten denken, oh cool, das ist was mit Games und mit Zocken und keine Ahnung. Ist es aber nicht. Also ist es natürlich schon, aber das ist nicht das, was man am Tag dann tut. Also auch meine Praktikanten, wer auch immer das jetzt sein wird, der nächste, und vielleicht guckst du dazu, den drücke ich sehr viel Excel aufs Auge, und irgendwelche Recherchen und was weiß ich was und Links raussuchen, wer hat über uns geschrieben, wann und so weiter. Also ziemlich dröges Zeug zum Teil. Aber auch zusätzlich dadurch, dass wir ein kleines Studio sind oder ein Publisher besser gesagt, ist aber auch immer sehr viel selbst mitdenken angesagt. Also ich bin immer glücklich über alle möglichen Ideen, wenn jemand was hat, weil es sind halt auch meistens jüngere Leute, die auch coole Ideen haben und die sich auch gerade bei den jungen Themen teilweise besser auskennen als ich. Also was weiß ich, auf Twitch. Ich kenne Twitch und habe halt sehr viel damit zu tun. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sich irgendwie am Wochenende 10 Stunden Twitch reinziehen will, weil habe ich dann auch in der Woche schon genug gemacht. Und da ist dann so ein Input von jüngeren Leuten, die das halt wirklich noch als Hobby haben oder da total drinstecken, ist immer gut. Also, kann man immer gebrauchen. Und da bin ich immer sehr glücklich drüber. Und wir sind auch eine Firma, die jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, den Praktikanten einen Kaffee kochen lässt, was im Moment eh nicht möglich wäre, weil dann muss der hinkommen. Im Moment ist eh alles digital. Aber auch grundsätzlich steht das in unserer Jobbeschreibung, dass dort nicht Kaffee kochen und kopieren Teil der Aufgaben sind, sondern schon andere Dinge.